So, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zum Lindner DLC Fazit mit mir, wie damals im Marschall. War das Marschall? Ne, es war Felderstedt. Dings, ja, seitdem herrscht ja so, wenn ein DLC rauskommt, schauen wir uns alles einzeln an, gucken uns das Ganze einzeln an und geben dann am Ende ein Fazit. Ja, das Lindner DLC. Vielleicht gerade mal so, vielleicht im Endeffekt zur Vorgeschichte. Es gab ja Gerüchte dessen Folge, dass das nächste DLC, was rauskommt, mit John Deere zu tun hat. Ja, ist jetzt im Endeffekt jetzt nicht geworden. Seit dem 2. April gibt es dann, beziehungsweise 1. April gibt es dann Landwirtschaftssimulator 2013, das zweite offizielle Add-on. Wenn da noch nicht jeder was davon gehört hat, kann ich es euch kurz zusammenfassen. Die DLCs und Add-ons, die ihr euch letztens noch für teuer Geld gekauft hat, bekommt man jetzt in einer Packung für lau hinterhergeschmissen. Ist im Endeffekt nichts Neues, dass man seinen Kunden im Endeffekt damit eigentlich den Arsch treten tut, indem er dann sagt, ja, ihr habt es für teuer gekauft, jetzt machen wir das vier, was 4 mal 15 Euro kam, gibt es jetzt eh mal für 15 Euro, aber gut, da brauchen wir uns gar nicht drüber aufzuregen. In diesen Addon ist im Endeffekt dieses Lindner DLC mit drin gewesen, das wurde jetzt nochmal einzeln ausgekoppelt für 4,99 €. Und da wären wir schon beim ersten Punkt, der Inhalt. Was wird uns denn inhaltstechnisch geboten? Wir haben einen Lindner Unitrack 92 als Maschine und 1, 2, 3, 4 Aufsätze insgesamt. Also ein Paket bestehend aus 5 Teilen, wenn man es mal so nimmt, das Fahrzeug selber plus 4 Wechselbrückentrailer. Okay, was haben wir als Wechselbrückentrailer drin? Wir haben einmal einen Ladewagen, einen Miststreuer, einen Güllestreuer und einen stinknormalen Kipper. Gut, soweit in Ordnung. Was können diese Wechselbrückentrailer im Vergleich zu anderen Mods, ja, was diesen Preis im Endeffekt gerechtfertigt wurde? Der Miststreuer hat eine nette Rumspielerei mit der Richtungsventorei. Das gleiche gilt für das Güllefass, das habe ich in dem Sinne so auch noch nicht gesehen, finde ich nice. Und der Kipper ist einfach ein Kipper. Dazu kommt halt noch, dass ich nenne es immer standardgemäße Giants Standard Funktionalitätsskript namens Licht an, Licht aus, Hupe an, Hupe aus, ja, dementsprechend Rundumleuchte an, Rundumleuchte aus. Fertig. So, und das nenne ich ja immer Giants Standard im Endeffekt. Ja, von daher würde ich sagen, wird uns inhaltstechnisch zwar eine nette Spielerei geboten, allerdings auch bloß für kleinere bis mittlere Betriebe geeignet, weil ganz ehrlich, auf großen Maps haben diese Fahrzeuge im Endeffekt nichts zu suchen, weil sie werden viel zu umständlich. Von daher gibt es auch für Inhalt nur 3 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu der Preis-Leistung bzw. zu dem Preis. 4,99 € für 5 Geräte. Also 5 Euro für 5 Geräte. Sollte eigentlich jedem jetzt schon einmal, sagen wir mal so, bekannt sein, wer schon mal irgendwelche DLCs für LS13 gekauft hat. Ich erinnere da gerne das Väterstedt DLC, das Marschall DLC. Ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwas Aufregendes in der Richtung? Ne, so viel gab es da noch nicht. Es sind eigentlich immer 5 Fahrzeuge für 5 Euro. Also im Endeffekt jedes Modul 1 Euro, wenn man es mal so im Endeffekt nimmt. So, dann ist immer die Frage, die im Endeffekt auch gerechtfertigt ist: Ist das das Geld wert? So, und da gibt es ja immer so, wo die Götter drum streiten. Ich kenne da ja so einen schönen Verein, der stellt sich ja voll und ganz hinter Giant und sagt: Soll doch mit rumheulen, kriegt das so viel gratis? Er ist im Endeffekt richtig. Also, die Modder machen vieles und machen vieles im Endeffekt auch gratis. Aber das machen ja die Modder, weil es die Modder machen wollen, beziehungsweise weil sie die Community unterstützen möchten. Und da ist es immer so die Sache: Wenn ich jetzt mir sowas hier nehme und ich würde jetzt einen Modder dran setzen, der Modder würde mir das, wenn er wollte, kostenlos machen. Und er würde das Ganze auch mit mehr Funktionalitätsumfang bekommen. Warum jetzt 5 Euro hierfür bezahlen? Das ist immer so wirklich immer so die Sache. Das ist im Endeffekt ein Segen für die LS-Community, dass es eine Modding-Community gibt. Wenn es aber diese Modding-Community gibt, dann frage ich mich, warum wird sich dann auch auf sowas hier fokussiert? Es sind ja im Endeffekt Marken-DLCs. Kann man ja einfach sagen, es sind ja Marken-DLCs. Bei Väterstedt, bei Marschall, es war ja nicht. Es sind ja einfach nur Marken-DLCs. Dadurch kann oder wird das, denke ich mal, auch alles im Endeffekt finanziert, aber na.
Im Endeffekt nach. Das Einzige, für was man die 5 Euro hierfür bezahlt, die 5 Euro bezahlt man hierfür für die Marke. Für die Marke Lindner. So, einfach nur das Lindner, von mir aus, wenn LS13 drin ist, dafür bezahlt ihr 5 Euro. Ob man, wie gesagt, so unbedingt haben muss oder ob man nicht einfach Motor dran setzen kann, naja, ich weiß nicht so genau. Ich bin da immer eher, ja, weder positiv noch negativ dagegen lieber eingestellt. Ich sehe es halt alles ein bisschen kritisch an, zumal, ja, zumal man es, wie gesagt, auch kostenlos aus der Modding-Community bekommen könnte. Und wenn ich jetzt sage, ich investiere jetzt 5 Euro in diesen Marken-DLC, ja, da unterstütze ich die Community damit. Nie. Nie. Dafür weiß ich noch zu wenig über LS15, um jetzt auch zu sagen können, damit unterstütze ich Giants damit. Von daher Preis-Leistung auch nur 3 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu meiner Empfehlungsrate. Gut, ich habe es mir jetzt gekauft, ob es jemand glaubt oder nicht, weil ich habe es jetzt leider nicht gratis bekommen, beziehungsweise zugesendet bekommen von Buschbaum. Anscheinend regelt das Giants über ihre eigenen Zuflüsse, was mir aber relativ egal ist. Deswegen habe ich einfach mal 5 Euro investiert, wo ich ehrlich sagen muss, die 5 Euro hätte ich ohne Schachtel Kippen investieren können. Wäre für mich vielleicht besser ausgegangen, aber für euch gebe ich halt mal für dieses Zeug Geld aus. Ja, also ganz ehrlich gesagt, wenn ihr knapp bei Kasse seid, wenn ihr schon so oder so wenig Taschengeld bekommt, spart euch das Geld. Spart euch wirklich das Geld, kauft es nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ach ja, komm, scheißegal, ich hab's, oder ach, scheiß auf die 5 Euro, ich will's mir halt mal angucken oder ich will's halt mit drin haben, so aus Prinzip, als würde Gott halt sammeln, ist das Sammelprinzip, ne? Ja, dann holt es euch, aber wenn ihr im Endeffekt knapp bei Kasse seid, denkt ihr, verpasse ich da was, muss ich mir das holen? Na, ihr verpasst nichts, ihr müsst es euch nicht unbedingt holen, ist dementsprechend jedem das Seine überlassen. Von daher gibt es auch als Empfehlungsrate auch nur 3 von 5 Sternen. Ja, damit sind wir bei einem Gesamtergebnis von 3 von 5 Sternen und wir können dieses DLC im Endeffekt als, ja, befriedigend durchgehen lassen. Ich gehe mal sehr davon aus, dass das noch lange nicht der letzte DLC für LS13 gewesen ist, wenn ich mal gedenke, dass im Herbst LS15 rauskommt. Bin noch nicht so sicher. Vielleicht kommt noch ein John Deere-Addon, vielleicht kommt auch noch das dritte offizielle Addon, wo dann nochmal alle Addons nochmal verbilligt werden, aber gut, darüber regen wir uns nicht auf, ne? Was große Publisher oder Entwickler machen, müssen ja die Kleinen unbedingt auch machen, dass sie sich genauso unbeliebt machen wie die Großen. In dem Sinne war es das mit dem Fazit. Ich bin raus, schönen Tag oder Abend euch noch. Tschüss.